Ja, sehr geehrtes Präsidium, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, unser Wirtschaftsminister Aiwanger, schade, dass er schon weg ist, sagte ja vor wenigen Tagen auf einer Demonstration unter anderem, dass sich die schweigende große Mehrheit in Deutschland die Demokratie wieder zurückholen müsse. Und jetzt gerade hätte hier in diesem Hohen Haus die schweigende Mehrheit die Möglichkeit gehabt, sich an der Aussprache zu beteiligen. Aber auf der Rednerliste befindet sich nur die AfD, und das ist eine Schande für dieses Haus. Und geschätzte Kollegen, heute erhalten Sie insbesondere von den Koalitionsparteien wieder einmal die Gelegenheit, sich die Demokratie zurückzuholen. Sie können nämlich auf die Worte des Ministers Taten folgen lassen. Sie können das Kreuz an der richtigen Stelle setzen. Sie können jetzt für unseren Andreas Winhardt stimmen als Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium. Und es wäre zutiefst undemokratisch, wenn Sie ihn nicht wählen würden und ihm nicht den ihm zustehenden Sitz in diesem wichtigen Gremium geben würden. Denn die AfD, sie hat als Oppositionspartei, als starke Oppositionspartei im Bayerischen Landtag auch das Recht auf diesen Platz, und sie muss einen Platz in diesem Kontrollgremium bekommen. Denn es geht, geschätzte Kollegen, um nichts anderes als um die Wahrung unserer Demokratie und den Schutz der Interessen all unserer Wähler, aller Wähler in Bayern. Die etablierten Parteien versuchen natürlich, uns auszuschließen, uns zu marginalisieren, nur weil wir unbequeme Fragen stellen und weil wir den Finger immer wieder in die Wunden der Regierung legen. Doch das, genau das, geschätzte Kollegen, wäre undemokratisch, eine Missachtung des Wählerwillens, und es entspricht nicht dem Sinn und Zweck des parlamentarischen Kontrollgremiums, wenn Sie uns diesen Platz weiterhin verweigern würden. Denn das parlamentarische Kontrollgremium, Sie wissen es genau, es muss spiegelbildlich zum Landtag besetzt werden. Und ansonsten ist es falsch besetzt. Und deswegen sage ich Ihnen auch eins, seine Tätigkeit und die Entscheidungen der letzten Jahre halte ich deshalb auch für grob rechtswidrig. Und das sage ich Ihnen nicht nur als Parlamentarier hier, sondern auch als zugelassener Rechtsanwalt. Die Menschen haben uns von der AfD gewählt, weil sie unzufrieden sind mit der Politik der Altparteien und weil sie eine starke Stimme für ihre Interessen fordern, weil sie wollen, dass ihre Sorgen und Nöte hier im Landtag angesprochen und vertreten werden. Und wir sind die einzige Partei, die hier überhaupt noch den Mut hat, die unbequemen Wahrheiten auszusprechen und uns unter anderem für eine restriktive Einwanderungspolitik auszusprechen. Und wir verdienen es daher auch, gehört und beteiligt zu werden. Und ein parlamentarisches Kontrollgremium ohne AfD ist ein Schlag ins Gesicht, aber nicht ein Schlag in unser Gesicht, sondern es ist ein Schlag ins Gesicht der bayerischen Wählerinnen und Wähler. Und es ist eine Missachtung der Stimmen der bayerischen Wähler und ein Verstoß gegen das oft von Ihnen doch so sehr angepriesene und gelobte Prinzip der demokratischen Vielfalt. Unsere Anwesenheit in diesem Gremium würde endlich zu einer echten Kontrolle auch der Regierung führen, ohne Küngelei und ohne Hinterzimmerdeals. Die Regierung muss sich unserer Kritik stellen und ihre Entscheidungen auch dann vor uns rechtfertigen. Mit uns im Kontrollgremium würden wir sicherstellen, dass keine undemokratischen Machenschaften unentdeckt bleiben. Die Menschen haben genug von ihrer Amigo-Wirtschaft und von ihren Klüngeleien, von Korruption. Und es ist an der Zeit, dass wir für Transparenz sorgen. Geben Sie uns die Chance, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Bayern schaden und die Stimme des Volkes ignorieren. Die AfD ist im parlamentarischen Kontrollgremium bereit, die erforderliche Verantwortung zu übernehmen und natürlich auch die Regierung auf ihre Taten und Versäumnisse hinzuweisen. Und wir lassen uns nicht mundtot machen und werden stets für die Interessen unserer bayerischen Bürger kämpfen. Mit unserem Kandidaten Andreas Winhardt haben Sie einen zuverlässigen Kandidaten, einen verschwiegenen, einen fleißigen Kandidaten. Er ist unser parlamentarischer Geschäftsführer. Und Sie können diesen Kandidaten nicht mit reinem Gewissen ablehnen. Vielen Dank.